Ich rede. Wo ist denn das? Ich bin hier in der Pause. Jetzt knastert und knuspert es. Boah, das klingt richtig cool. Cool. Upsamplen. Echo an. Ich rede. Kannst du auf Remote Track? Lautsprecher ist noch an. Entschuldigung. Ja, hallo und willkommen zum Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumwelle, und heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl der Podcast-Geschichte am Start. Und ich begrüße als erstes mal den Tobi. Hallo Tobi. Der mampft nur sein Brötchen. Das ist ein Cracker. Ach, Cracker. mit Lachs drauf. Wie dann gesagt, eine sehr besondere Folge heute. Da sage ich Hallo Thomas. Hallo aus dem Herzen der Stadt Hamburg. Moin. Dann sage ich Hallo, Herr Mogulator. Guten Tag aus dem Wankelstudio. Weil zurück von der Nordsee. Wer schmankelt, kann auch wankeln. Naja, es ist ziemlich bescheuert. Guten Tag. Und hallo Dean. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, morgens. Je nachdem, wann ihr das hört. Grüße aus Leipzig. Ein Truman. Ja. Wer möchte heute das Format vorstellen? Welches Format haben wir denn? 44,1 Kilohertz, glaube ich, oder? Oder haben wir 48. 48.000. 48.000, hey. Mhm. Aber 16-Bit oder 24-Bit? 16. Genau, mhm. wir haben vor einigen Folgen einen wunderschönen, total versauten Anfang gehabt. Also nicht versaut im Sinne von schmutzig, ihr kleinen Ferkel, sondern im Sinne von... Das hatten wir auch mal, aber das war nicht diese Folge. Ja, wo ist der Piepser, wenn man ihn braucht, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest sagen, dass wir halt vor einigen Folgen so ein Jahresabschluss, Jubiläum-Ding hatten. Es war die Jubiläumsfolge. Genau, die 50. Die Folge 50, genau, die Jubiläumsfolge. Und die ist zumindest ist die erste Stunde total in die Hose gegangen. Wir hatten Feedback-Loops und diverse andere Geräusche und Doppelungen, Echos, Rückkopplungen. Und daraus hatte der gute Tobi dann fürs Sequenzer.de Forum ein Foren-Battle gemacht und hatte ein Sample-Pack aus diesen Geräuschen zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal ein Novum in der Podcast-Geschichte. Vielleicht hat das schon irgendjemand mal vor uns gemacht. Wir wissen es nicht. Zumindest in der deutschsprachigen Podcast-Szene ist es wahrscheinlich ein Novum. Wir machen einen Reaction-Podcast. Und zwar wollten wir uns die Beiträge, die im Sequenzer-Forum eingereicht wurden, einmal anhören und liken, subscriben, kommentieren. Man muss dazu sagen, dass das Intro schon aus dem Material, was dabei entstanden ist, gemacht wurde. Und das hat der Tobi vorbereitet. Ja, ich habe nicht eingereicht, weil das alles nur irgendwelche Schnipsel waren, die ich mir da komplett kontextlos zusammengeworfen habe. Ich habe gedacht, als Einleitung ist das wunderschön. Das ist wunderschön. Das hat meine kleine Seele und mein Herzchen berührt. Das Klavier war gut. Live eingespielt? Ja, teils. Also einfach so ein Quietsch-Preset aus der Diva. Dann das Klavier kurz angeworfen. Ist, glaube ich, Piano V3. Das eine Sample
ich sage jetzt nicht, was es war, das hatte ich noch rumliegen von den Pride-Edits, die ich gerade für die andere Band mache. Der Rest ist, was ist eigentlich der Rest gewesen? Das habe ich einfach so ein bisschen Sample-Chopping, alles hintereinander, ein bisschen in den Takt geschoben. Ja, kein Thema. Ich hab gedacht, ich mache was ganz Komplexes, habe da angefangen zu slicen und überhaupt, und das hat alles nicht geklappt. Und da habe ich gedacht, gut. Für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, was mit dem Tobi los ist. Der Tobi ist gerade von der Arbeit gekommen und musste sich ganz dringend nochmal halt mit etwas Nahrungsaufnahme versorgen. Der ist nicht von der Arbeit gekommen, der ist gerade aufgestanden, by the way. Ich gehe kaputt. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Je nachdem. Schön. Für den einen ist es direkt nach der Arbeit, für den anderen direkt aufstehen. Nach dem Aufstehen. Ja, wollt ihr kurz erläutern, Sascha, wie wir das uns gedacht haben, so ein Track anspielen, zwischenlabern oder hinterher labern? Unsere Abstimmung war irgendwie, glaube ich, nicht so erfolgreich gerade im Vorfeld. Also ich dachte einfach, wir feuern die Mogulato war es egal. Wir feuern die Tracks ab und ist mir noch immer egal. Können da einfach hineinreden. Wir rappen einfach drüber. Der geborene Diplomat. Ich kann nicht rappen. Dann lernst du das jetzt. Das kann der Rest von Deutschrap auch nicht. Kannst du nicht drüber sprechen. Die Deutschrapper können auch alle nicht rappen. Okay. Ich hatte vor einiger Zeit eine schöne Diskussion auf Reddit, wo einer gesagt hat, die deutsche Sprache sei nicht tauglich für Rap. Und dann habe ich halt gesagt, nee, die Rapper sind nicht tauglich für die deutsche Sprache. Das ist das Problem heute. Das stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich gute deutsche Rapper. Also, ja, natürlich. Aber die hast du einfach nicht Sven. Im Modus Mio drin. Ja gut, Dean, du lebst noch in den Nullern. Ach komm, nee, Straßenbande 187. Ich mich noch Straßenbande 187. Oh, wenn ich das schon höre. Oder SSIO. Waren das diese alten Säcke? SSIO waren keine alten Säcke. Es ist der Trollo mit der Maske, der da jetzt bei RTL und ProSieben rumhängt. Das ist der Sido. Klingt so. Zwar wie ein Spülmittel, ist aber tatsächlich ein Feuermittel. So. Ich hatte meine Mitschülerin, die hat anstatt damals Sell Away gesungen. Sidolin, Sidolin, Sidolin. Ist doch super. Geht. Ja. Also ich habe, jetzt könnte ich eine Kindergartengeschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob das interessiert. Du bist älter als Deutschrap, aber bitte. Nein, er war ich aus dem Kindergarten meiner Kinder. Ach so. Die Kleine war im Kindergarten und die Kindergärtnerin, die kannte keine Lieder, keine Kinderlieder. Deswegen hat sie dann halt Werbesprüche, also Werbetexte gesungen, so. Wenn der Brat Matze kommt, la 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 la. Musterhaus, Küchen, Fachgeschäft, wir richten Küchen, Muster fertig ein. So, okay. Voila, Krise. So, jetzt, nachdem wir alle abgeschaltet haben. Genau. Die Teilnehmer von dem Battle haben jetzt Gott sei Dank sowas nicht rausgemacht. Sondern den ersten anfangen? Die haben alles Mögliche gemacht. Also wir haben 9 Einreichungen, das ist für ein Sequenzer-Forum-Battle nicht so viel. Da es über den Sommer war da ich gnadenmäßig noch die Frist verlängert habe, wurde es dann doch ein bisschen was und ich finde es schön. Das waren 9, in meinen Ohren sehr kreative, sehr auch vielseitige Tracks. Wir sind ja mit dem Podcast leider ein bisschen zu spät dran wollten wir eigentlich vor 2 Wochen machen. Das war dann die Sendung ohne Markennamen, von der ich immer noch bescheuert bin, gefühlt. aber ja, genau, jetzt ist Dean wieder da. Wieder gesund, wieder fit. Ich kipp dafür fast oben, aber das ist egal. Was machen wir heute? Wie gesagt, wir hören durch die Tracks. Wir geben unseren Senf dazu. Liebes Forum, danke vielmals für euren Einsatz. Ich habe mal noch eine Frage. Also ja? Nicht, weil ich es nicht weiß, aber vielleicht der eine oder andere nicht. Was ist denn das Sequencer-Forum? Na gut, der Herr von der Nordsee, bitte. Ja, da treffen sich so ein paar Synthesizer. Die tauschen sich da aus über so Synthesizer, diese elektronischen Musikinstrumente, ne? Einfach mal, ne, seine Lieblingsbrause da anwerfen, eingeben, sequencer.de mit C bitte, sequencer.de, und dann kriegt man so, man kann auch auf YouTube gehen und dann findet man so Sequencer Talk,
Ich habe gehört, hat Hulk hat eigentlich nur peripher was damit zu tun, aber das ist erstmal egal. Habe ich auch gehört. Aber es gibt so, so eine gewisse Schnittmenge auch an Leuten. Also Synergien. Leute, ja, Synergien. Genau, das befruchtet sich so irgendwie so gegenseitig. Und da habt ihr jetzt diese Samples, die wir irgendwie zerquatscht haben und so weiter und so fort, da hochgeladen und die Leute haben da jetzt Tracks draus gebastelt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Genau. Das hat dann lieber Tobi gemacht. Ich habe einfach ein paar Ausschnitte gemacht, 15 Samples gemacht, so 15 kleine Bits, etwa 20 Sekunden jedes Stück. Und ich habe gesagt, Leute, ihr dürft mit diesen Samples alles machen. Ihr dürft auch dazu Musik machen. Das Einzige, was ihr bitte nicht macht, sind andere Vocal Samples. Bitte nur das auf den Pack nehmen. Und dann seid kreativ. Wir haben abgestimmt bereits. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen später dran mit dem Podcast aus Termingründen. Und wir haben auch schon einen Gewinner. Wer das noch nicht weiß, der wird das im Laufe dieses Podcasts auch noch nicht erfahren, erst gegen Ende. Und wir gehen jetzt als Podcast, also als diejenigen, die eigentlich der Ursprung der Samples sind und die schon damals in der Jubiläumsfolge gewitzelt haben, wir sollten eigentlich mal daraus ein Battle machen. Das war auch eines der Samples, diese Sequenz. Genau. Wir hören uns jetzt quasi die Verunstaltung unserer eigenen verunstalteten Laberei an und geben so ein bisschen unseren Senf dazu, genießen einen Abend voller wirklich kreativer Musik. Also in dem Forum sind ja durchaus Leute drin, die was auf dem Kasten haben, auch wenn sie das selbst regelmäßig nicht glauben. Aber ich bin der Meinung, jeder kann Kunst. Also ganz egal. Also selbst wenn jetzt jemand hier nur hingekommen wäre und alle Spuren gleichzeitig abgespielt hätte und 20 Reverbs dahinter, auch das hätte funktioniert. Haben wir so nicht drin. Wir haben andere schöne Dinge drin und ich freue mich total drauf, heute Abend auf diese kleine Listening-Session. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus gewesen. Ist noch irgendeine Frage? Sascha, Hand ab! Gut. Dann kommt jetzt der Erste. Eins, zwei, drei. Thank you.
Ganz ordentlich wie so ein Funkverkehr irgendwo in im weiten Raum und auf jeden Fall auch mit Problemen, was die technisch haben, das hört man sehr. Das ist also gut erfasst, weil das passt schon. Ach übrigens, ganz kleine Anekdote. Ich habe ja für Sequencer Talk über, ich sag mal, gefühlt 60 Folgen aufgerufen, Mashups zu machen. Das haben die nie gemacht, aber jetzt machen sie es, wo ihr das abgefragt habt. Und das finde ich sehr lieb. So indirekt hat es also doch geklappt. Ich bin auch begeistert. Das wollte ich mal sagen. Das ist sehr lieb. Das ist klasse, ne? Die kenne ich noch gar nicht. Gibt's auf YouTube oder wo? Die Mashups? Nein, wir haben dazu aufgerufen und das wirklich sehr, sehr lange. Also wir haben das wirklich in den 4,5 Jahren, bald schon 4 Jahre, die wir das machen, haben wir da wirklich nicht nur einmal dazu aufgerufen und auch auf das stetige Bitten des Herrn Mugulator hin hat sich da keiner erbarmt, aber jetzt habt ihr das tatsächlich hingekriegt, die Leute soweit zu ermutigen. Und da sind wir echt stolz auf euch. Und wir haben sie halt nicht gebeten, wir haben sie aufeinander losgeheizt. Ah, okay, das heißt, wir müssen einfach aggressiver vorgehen. Ich merke das schon. Politik 101, also bitte. Wer hat das Netz? Wer? Ja, aber das hat mich tatsächlich so ein bisschen das Stück so erinnert, so an die guten alten Zeiten, so gerade Amateurfunklizenz gehabt und dann so ein bisschen hier so internationale Raumstation und so mal mitgehört. Das war fast genauso. Ne? Mich hat das an die guten Kneipenzeiten erinnert, als ich aus der Kneipe gekommen bin und dann nochmal schön Fernseher an, noch eine Dose Bier auf und dann vor BR Space Night einfach einschlummern. Schöner Track. Ich habe leider keine so asoziale Kindheit, sonst würde ich das auch gerne sagen. Jugend. Also, Kindheit. Jugend. Oder kommt man als Kind schon in die Kneipe? Die Kneipe will ich sehen. Ich war als Kind schon in der Kneipe. Früher wurde man einfach zum Frühshoppen mitgenommen. Also habt euch mal nicht so. Ja, deine Eltern waren Kneipiers? Nein. Aber wir hatten bei uns in der Nachbarschaft so eine Kneipe und lange Geschichte und dann eine Nachbarin gearbeitet und dann ist man halt mal reingegangen und hat sich eine Cola geholt und sonst, man kennt das doch. Früher noch am Spielautomaten hingesetzt worden und hat ein paar damals Mark noch in die Hand gedrückt bekommen. Hier, mach mal. Also ich kann mich noch an einen Frühshoppen erinnern, wo mich mein Vater mitgeschleift hat in Baden-Württemberg, wo ich dann irgendwie mit 150 Mark heimgekommen bin. Keine Ahnung, der hat mir irgendwie 5 Mark oder sowas damals gegeben und ein paar Pommes und Cola hier. Du bist versorgt. Na, und hey Junge, mach mal klar hier den Automaten. So ein richtiger Goldjunge, du. Goldjunge. Goldgräber, Junge. Also, ich muss dazu sagen, dass ich seitdem eigentlich nie wieder so ein Spielhöhlending angefasst habe, aber es hätte auch anders kommen können. Also, Prävention sah früher einfach anders aus. Der kleine Dean. Aus ja, gut. Ein Spielhallenbesitzer. Genug von meinem, meiner subversiven Kindheit, sondern toller Track auf alle Fälle. Erinnert mich so ein bisschen an die Early 2000er IDM-Sachen, so von ein paar Geschichten her. Ja, auch Maus so ein bisschen Space Night, ne? Maus on Mars, ne?
Ja, sowas in der Richtung. Ich habe da noch ein paar andere Sachen im Kopf, die kennt aber wahrscheinlich wieder keine Sau, also von daher. Aber trotzdem, ja, schön. Da gab es doch so Planetenmusik. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber... Planetary Assault? Ja, in der Richtung ging das ja auch irgendwie so. Ja. Kennt ihr Peter Thomas? Kennt ihr nicht, ne? Du meinst, der den Soundtrack für Orion gemacht hat. Danke. Endlich mal einer, der Peter Thomas kennt. Ja, und es gibt tatsächlich eine Tribute-CD, wo solche Leute wie Maus on Mars und noch diverse andere EDM-Artists halt seinen quasi zu seinem Ehren einen Sampler gemacht haben, wo ganz viele Tracks drauf sind, die sehr, aber was sehr heißt denn EDM? Spexig. Intelligent Music. Damals, Music. Naja, damals hieß das, glaube ich, noch was anderes, als es heutzutage heißt. Hä? Nee. Das hat sich ja, glaube ich, geändert. Was du meinst, ist EDM. Namen. Du meinst Electronic Dance Music, das ist EDM. Das ist nochmal was anderes. Das hier hieß früher Kirmes Techno. Ja, das. Ihr merkt schon, ich bin heute auf Krawall gebürstet. Wow. Es ist weniger okay. Bier trinken. Die schlimmsten Festivals sind vorüber und nächsten Sommer haben dieses im Rausch alles vergessen. Es gibt noch ein paar Festivals. Ja, gut, so next. So Nerd-Kram. Genau, hau raus. Das wird nämlich sonst eine ziemlich lange Folge. Next. Ich glaube auch. Ich glaube, das wird auch so eine lange Folge. IDM, Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, ist doch klar. Ja, früher war das Intelligent Techno. Es war gut, weil die, die normalen Techno gemacht haben, die wussten dann, ihr Techno ist dämlich. Und deswegen hat das sehr, sehr viel Aufsehen erregt. Also für manche. Heißt das deswegen Gabba? Gabba? Was machst denn du für Musik? Gabba? Irgendeine Band hat auch mal daran erinnert, dass man seinen Techno nicht ignorieren sollte. Das gab's auch mal. Und dann waren Leute im Haus und sowas. Naja, da müssen wir ja nicht drüber reden. Mal gucken, ob man noch was kommt. Leute im Haus. Ich mache jetzt den nächsten Track an, ja? Ja, im Gebäude. Man wurde oft gefragt, ob Menschen im Gebäude ja, genau. seien. Seid ihr das im Gebäude? Das war nicht Techno, das war Haus, Junge. Ja, wir sind im Gebäude. Deswegen spielen wir nicht. Das war Haus, ja. Is everybody in the house? Ja. Es ist alles Haus. Es ist House Music. So werft die Hände in die Luft. My house is your house and your house is my. Deswegen, the roof is on fire. In diesem Sinne, hau rein, Onkel. Ja, das waren schon solche Texte. Das ist gebritzelt eben.
Brett und das ist großartiger Content. Nee. Ey Leute, das ist cool. Geil. Hat was Lokomotivisches irgendwie, oder? Ja, der war cool. Schön minimalistisch, ja. Ich mag's. Übrigens, über Kopfhörer hat das alles nochmal eine ganz andere Qualitäten, wenn man sich da wirklich die Zeit nimmt, als wenn man das so schnell mal eben durchscannt, wie ich das normalerweise bei Musik mache. Erstmal so erstes Drittel rein, dann nochmal ein bisschen weiter hinten. Mhm. Und dann weiß ich schon mal ein Urteil. Das höre ich mir gar nicht an. Oder das finde ich, das lohnt sich vielleicht nochmal reinzuhören. Und das ist hier dann auch mal ganz gut, sich dem einfach hinzugeben. Also ich sage, do the locomotion. Und diese Atemsachen, das ist so ein bisschen wie die Rückkehr von diesen ganzen wunderbaren Orgasmen von gewissen Herren im Funk und so Bereich. Michael Jackson. Den wollte ich jetzt nicht extra erwähnen, aber vielleicht so. Ramona. Großartig. Ja, also ich stelle mir tatsächlich da jemanden vor, der sehr viel Spaß an seiner klassischen alten MPC hatte und da schön rumgeklopft hat. Genauso klingt das für mich wahrscheinlich. Hat er das mit irgendeinem Electron Rhythm oder sowas gemacht? Keine Ahnung. Aber hat so ein bisschen Boom-Bap-mäßigen Vibe. Finde ich cool. Ich muss auch sagen, ich habe das, wir hatten ja, also jeder im Forum hatte zwei Stimmen, durfte das für zwei von neun Tracks seine Stimme abgeben im Voting. Es war einer davon, die ich gewotet habe, weil ich habe gedacht, das ist so geil, klassisches Chopping, ist das grooved, es hat all diese, es ist diese wunderschönen Synkopen dazwischen, es ist einfach wirklich, es britzelt, es franzt so in alle Ecken aus. Ich fand das echt cool. Also andere haben auch tolle Sachen gemacht mit dem Zeug, aber das hier ist hier so ein klassischer, grooviger Chopper, der gar nicht viel macht, der eigentlich wirklich nur Geräusche aneinander reiht, aber auf so eine coole Art und Weise. Und ich finde gerade den Kontrast, oder der andere hat, das ist der erste Song, der Extreme Spacey war eigentlich, der die Atmosphäre aufgemacht hat, während der hier jetzt einfach nur wunderschön vor sich hin groovt. Und ich bin ein ganz großer Fan von diesem Track. Vielleicht sollten wir die User nennen, die sich bereits geoutet haben, die das gemacht haben, um uns zu bedanken, oder sollen wir die Fresse halten? Hier wurde noch so ein bisschen was gesagt. Electronics heißt der Ersteller. Weil auch die Leute, die was gemacht haben, natürlich auch gewotet haben und dann halt hier recht interessante Sachen auch schreiben. Da könnt ihr ins Forum gehen, in dieses sequencer.de unter Gemeinschaft, und da findet ihr das Ganze unter Probe-Podcast The Battle Abstimmung. Genau, wir verlinken das. Richtig. Judgment Day. Sascha, was meinst du? Wir haben uns ja schon kurz ausgetauscht im internen Chat. Mir hat die Nummer gefallen. Ich fand halt dieses Minimalistische, dieses Runterbrechen so auf groovige Elemente ziemlich geil. Also das ist so, wie Ding gerade sagte, halt so dieses mit einer MCP schön einklopfen. Also ich glaube, man muss ganz schön Gehör haben für Grooves und auch für Sounds, um die richtigen Soundschnipsel auch auszuwählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Vorfeld eine ziemliche Arbeit war, das Ganze so passend zu slicen, zu cutten, und dann, wenn es dann eine MPC war oder was auch immer, kann ja auch eine Maschine gewesen sein, spielt ja keine Rolle. Es ist auf jeden Fall, mir hat es sehr gefallen. Ich mag sowas. Vor allem der Anfang ist herrlich. Mit diesem, einfach mit Rauschen anfangen, ne? Und dann geht's halt los in Atemgeräusche und dann Brachfetzen. Toll. Ja. Grandios. Also er hat hier auch einen Roman geschrieben im Forum, wie er es genau gemacht hat. Das ist schön. Ich lese mir den dann bei Zeiten mal durch.
Da müssen wir jetzt aber auch verraten, von wem der erste Track ist. Hat der sich schon geoutet? Hier im Forum? Moment mal, ich scanne mal kurz den Thread. Sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist der einzige. Von daher also ich bleibt das ich dann weiß, so. Ich weiß natürlich, wer es ist, aber ich sage jetzt nichts, wenn die Leute das noch nicht... Na, dann guckt den Forum, wenn da eine Auflösung ist. Vielleicht will ja noch jemand was anderes machen. Ist auch, also der... die anderen sind nämlich nicht genannt und bisher kann man noch nicht so viel sehen, weil es eben noch nicht so weit ist. Ich habe mal reingepostet, dass sie sich jetzt outen können. Mal gucken, ob da pünktlich zur Sendung noch was reinkommt. Ja, bin ich gespannt. Haben wir es, was den angeht? Machen wir den nächsten? Jo. Gut, dann mache ich den nächsten. Selbst? Ja? Nee. Ja? Nee. Das war auf jeden Fall ein großer Art of Noise Fan, glaube ich. Oh ja. Sehr geil. Sehr, super kreativ. Ich meine, der hat ja auch einen richtigen Klangteppich aus den Samples gebastelt. Ne? Also, das war schon geil. Hm.
Auf alle Fälle habe ich den Drang, jetzt nochmal auf Toilette zu gehen, weil der da nämlich so einen wunderschönen Plop-Wassertropfen-Sound damit eingearbeitet hat. Nee, Spaß beiseite. Gut. Es gibt im Forum noch ein Video, so ein Making-of. Da sieht man den GR1, diesen Granular-Sampler-Synthesizer. Also eigentlich, ja, Sampler, sagen wir mal. Und ein Effektgerät. Und ich nehme an, das war so die Zentrale. Und daneben sehe ich auch noch einen Tracker, diesen Polyend-Tracker. Also wahrscheinlich ist es ein 4-Minuten-Video dazu von Fairplay. Vielleicht habt ihr ja Lust, da reinzuhören. Nur so als Zusatzinformation. Tobi, was möchtest du dazu sagen? Ach scheiße, ich bin gemutet. Ich hab gesagt, ich find's witzig, weil Mick und Dean haben ja mal gesagt, also Mick hat vor allem gesagt, Leute, Forum, mach mal Videos. Und es gab keine Videos und daraus ist dann aus schierer Not irgendwann der Sequencer-Talk entstanden. Und jetzt liefern die Leute hier nicht nur Mashups ab, jetzt liefern sie auch noch Videos drüber ab, wie sie es gemacht haben. Dieses ganze Battle ist irgendwie so, keine Ahnung, es macht Jahre später das, was irgendwie alle versucht haben zu machen. Ich find's super. Also, die haben nur das Wort Battle wahrscheinlich auf Deutsch verstanden. Vielleicht hat das nicht gewirkt. Als Battle, da kommt's gut an. Ich glaube ja immer noch, dass die Leute denken, dass sie irgendwas dafür kriegen. Deswegen haben sie es gemacht. Ja, das war doch klar, oder? Die kriegen Ruhm und Ehre und einen neuen Katalog von Brutto. Okay, das war jetzt ein Insider. Ja, nee, man kann jetzt weiter stricken. Das ist ja, heutzutage ist das als alles egal, oder? Volker Pispers Voice. Sagen wir Bretto. Oder Nutto, das ist noch schöner. Nutto. Das also, müsst ihr mal hören. Politisch korrekt, müsstest du jetzt sagen Nutte. Gut, dass wir das letzte Woche, also in der letzten Aufnahme nicht das gesagt haben, weil, oh Gott. Danach wäre nichts mehr gegangen. Nutto. Geht auch jetzt nichts. Ich lege jetzt hier ab jetzt mal den Finger hier auf den Zensor-Button. Also. Prophylaktisch? Ja, wer weiß, was hier gleich noch zum Tage kommt. Du meinst, was du jetzt noch sagst? Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Segment. Damals über den Mehrwertsteueraufschlag, wo er den Witz gemacht hat. Sollte man sich mal geben, ist auch 15 Jahre später noch immer noch super. Aber jetzt zurück zu diesem Track mit diesem furchtbaren, nervigen Wassertropfen-Segment. Also ganz ehrlich, das war der Grund, warum ich nicht für den gewotet habe, weil das ist mir beim Anhören nach einer halben Minute so auf die Eier gegangen. Da passiert so viel geiles Zeug, aber dieser blöde Wassertropfen ist einfach viel zu penetrant für mich. Ansonsten echt schöner Track geworden. Ich finde auch hier wieder, ist klar, es war ein knappes Voting. 3 Stimmen sind zu wenig, finde ich, für dieses Werk. Also das ist... Ich finde auch. Also das hätte deutlich mehr verdient. Also wie viele Leute haben insgesamt gewotet? 20? 30? 31. Ja, da hätte eigentlich mehr drin sein müssen, oder? Also so nervig wie dieser Tropfen hier ist, aber so wichtig ist er ja dafür, um halt so einen Rhythmus zu machen und so den Metrik zu setzen. Genau. Ich glaube auch, das war ganz hart gewollt und also ja klar, er hat es ja so prägnant da reingesetzt. Gibt ja auch so Songs, ne? Also ich musste halt die ganze Zeit an Ancient Methods denken mit dem einen Song, wo sich das die ganze Zeit anhört, als hätte der irgendwie einem Huhn die ganze Zeit irgendwie den Hals da umgedreht und so geht das den ganzen Song durch. Und ich denke, der Song ist eigentlich so geil, aber dieses Gequäke ja, die ganze Zeit ganz hart durch. Aber ab und zu muss der Hörer ja auch so mal ein bisschen leiden, ne? Vielleicht war das die Intention. Vielleicht auch nicht und es war einfach nur falsch eingeschätzt. Wir werden es nie erfahren, oder? Je nachdem, vielleicht schreibt das mal dann ins Forum. Meins Fairplay. Richtig. Ja. Das war vom Fairplay? Okay, gut. Lieber Fairplay, falls du mich hörst,
oder lief. Schreibe das ins Forum, von daher. Er ist aber der am offensten jetzt schon mit dem Equipment umgeht. Die anderen sind da noch geizig, aber die müssen jetzt aufgefordert werden, all ihre inneren Werte nach außen zu bringen und das sofort. Frag danach nicht im Forum. Das ist voll die falsche Idee. Wieso? Das ist eigentlich genau die richtige Idee. Gut. Nächste? Maestro? Wollen wir die nächste Nummer machen? Yes, Sir. Na, aber. Sir, haben wir noch einige. Dann kommt's. Ja. So, das war doch mal sehr melodisch und wahrscheinlich das melodischste Stück von fast, also ich denke schon. Und das ist sehr schön. Ist das Moll? Ich weiß nicht, wer den Track gemacht hat. Ob der Moll heißt? Nee, ich meinte die Tonart. Ich bin jetzt leicht depressiv verstimmt. Nein, das war nicht Moll, das war Reggae. Ja, das Problem ist, dass man dafür normalerweise Stoffe rauchen muss, was ich persönlich nicht kann. Aber es gibt ja Leute, die diese Fähigkeiten haben. Du meinst Pflanzen rauchen oder Pilze essen? Ah, das mit den Pilzen, das ist eher Richtung, das gehört eher zu der Richtung Goa. Das ist so mehr meine Fraktion. Ich bin erstaunt, dass ihr anhand der
der Drogen identifizieren können, welche Musikrichtung das ist. So ist das. Okay, du bist und einfach Techno nicht sind eher die chemischen Substanzen und wie oder wie. Aber trotzdem ein sehr schöner wissen, Track. Wo es hingehört. Jetzt habt ihr gerade zusammengeredet. Dean, was wolltest du sagen? Trotzdem ein sehr schöner Track, wie ich finde, weil eben tatsächlich nicht komplett Gebrauch gemacht wurde von der kompletten Bandbreite, wie ich finde, an Samples, an Sprachsamples, sondern tatsächlich da so ein bisschen die Musik im Vordergrund stand, was jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck der Geschichte war, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie ihr euch das gedacht habt, aber das groovt so schön vor sich hin. Und ich finde ihn auch gar nicht so deprimierend. Ich finde ihn eigentlich ganz... Nein. Also das hat sich so weggenickt, fand ich gut. So depressiv jetzt nicht, aber der ist schon ein bisschen traurig. Ne? Also ich höre da irgendwie eine Traurigkeit raus. Mir gefällt der Track sehr gut, weil er sehr, ja, er ist melodielastiger als die anderen. Und der hat diese klassische Struktur, wie man halt so einen Song aufbaut. Ja, genau. Schöner Space Reggae. Habt ihr verstanden, was in dem Vocoder-Gesang, was da gesagt wurde? Ich hab's nicht verstanden. Aber es muss auch irgendeins von unseren Sprachsamples gewesen sein, ne? Mhm. Wahrscheinlich, ich rede mit mir selbst. Vocodiert. Oder wie heißt das? Vocoderiert. Synthesisiert. Was bitte? Synthesiert, genau. Willst du den nächsten machen? Soll ich den nächsten anmachen? Okay. Dann machen wir ja, mach mal an. Diese neuen Musik gefordert. Echo.
Mighty Monotron und Monotron Duo würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Also die GarageBand Beats, die hat man ja von, also Logic Beats, die hat man ja von 1000 Kilometern gegen den Wind erkannt, aber ich habe das Zeug ja auch in der Kindheit inhaliert, von daher. Aber dennoch, gut geworden, muss ich sagen. Weiß man, von wem das war? Nee, ich glaube, das suchen sie selber noch. Also ich weiß natürlich, von wem es war, aber... Das suchen sie doch selber. Ja, hier, von wem war eigentlich Nummer 5? Stand das schon irgendwo? Ich musste spontan an einstürzende Altbauten denken. Was? Einstürzende Altbauten. Was zum... Ja. Wie gesagt, ich kann nur sagen, der großartige Einsatz der Coke Monoton-Reihe kann ich hier nur wärmstens abfeiern. Das hat mir, glaube ich, so mit am meisten besten dran gefallen, auch wenn ich einen Ticken zu lang fand. Ja. Das war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, ne? Sehr kreativ. Ich würde noch einen extra Bonus geben für Herrn Kraken, der bevor alles losging, schon ein Stück geliefert hat. Also quasi ohne dieses, also doch auch irgendwie mit, aber mit Gesang. Ja, das fand ich schon cool. Und zwar 2 Stück, glaube ich sogar. Und das war humorvoll und das würde ich unbedingt würdigen wollen, dass das passiert ist. Denn wer übererfüllt, der wird in unserer Gesellschaft belohnt. Und das möchte ich hiermit tun. Also hier, wie heißt das? Arbeiterorden. Held der Arbeit bist du, Martin Kraken. Das sollte ich nur mal sagen. Ihr könnt das auch gerne abstreiten. Aber es ist halt die Wahrheit. Komm her, ich halte jetzt einfach mal einfach aus Geige dagegen. Das war aber gar nicht gefordert, also gar nicht gewollt, dass dazu gejudelt wird, separat noch. Aber trotzdem schön, dass er es gemacht hat. Ja, es war halt ein krasser Regelverstoß, der Track vom Kraken, aber... Er war sozusagen der Hohecker. Hohecker, sie sind raus! Mich hat auch noch geile ein Track Idee, erreicht, trotzdem falsch. Mich hat auch noch einen Track erreicht, der einfach nur irgendein Sample auf irgendeiner 808 geloopt hat. Wo ich auch gesagt habe, gib dir entweder Mühe oder das kommt hier gar nicht nirgendwo hin. Das hätte ich auch sein können. Hättest du? Aber da würde dann auf jeden Fall der letztere Halbsatz, du dumme Saudo oder sowas sein müssen. Weil einerseits das und andererseits hättest du wahrscheinlich aufgegeben zu lesen in dem Post, wo ich mich drüber beschwert habe, dass die Leute genau das nicht machen sollten. Komm her, ich habe noch um die ganze Sache so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das auflockert oder ob es das so ein bisschen komplett ad absurdum führt, aber ich habe gerade eben nebenbei, als ich dem gelauscht habe, ploppte mein Telefon auf und es kam die Nachricht rein, dass Roger Whittaker gestorben ist mit 87 Jahren. Albanie und wenn du mich noch liebst, dann das Schlimmste ist, wenn jemand so alt ist wie ich und das auch noch kennt, das ist ein Problem. Ich bin älter als du und nicht mal ich kenne das. Na, aber selbst ich kenne das. Ich will sagen, ja, Albanie. Da, 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 da. Okay. Yo, Mann. Wir lachen aber nicht über den Tod von Menschen. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass ich darüber lache. Also ich hab nicht gesagt, dass ich das witzig finde. Das ist nicht schön, ja, wenn jemand stirbt. Arme Roger Whittaker hat sein Leben gelebt, sehr erfolgreich. 50 Milliarden verkaufte Schallplatten. Alleine nur in Deutschland von Mogulators Eltern? Nee, meine Eltern haben sowas nicht gehört. Die waren Klassikmenschen. Bach und so. Meine Eltern waren typische 68er. Mein ich habe noch die richtig Modern geile Talking Musik zu Hause gekauft. Ich habe ihn dabei erwischt. Er hatte sie in seinem CD-Regal. Mein Vater hat sich in Mitte der 80er, Ende der 80er Asset-CDs geholt. Nein. Doch. Erstens fand er den Smiley so geil und dann, der hat die Musik abgefeiert. Toll. Und ich habe die Arschkarte abgezogen hier mit Roger Whittaker und Wolfgang Petri und hier
Warte. Nein. Hast du doch, nicht. Doch, warte, es geht schlimmer. Ich kann bis heute Songs von den Kastelroter Spatzen. Scheiße. Also ich war da mal auf ein Live-Konzert von denen. Oh Gott. Franz Lambert und Klaus Wunderlich Schallplatten. En masse. Ich kann. Das sind Elektroniker. Diese Sache, Leute, ich kann das echt toppen. Elektroniker, die haben die ganzen Hits, die in der Hitparade liefen, die haben sie alle nachgespielt auf der Heimorgel. Und ich musste mir das Zeug stundenlang anhören. Elektroniker. Und Adi Zehnpfennig und Max Greger. Heimelektroniker wohl eher. Spielt auf der Dr. Böhm-Orgel. Adi Zehnpfennig. Ja, genau. Dr. Böhm-Orgel. Das kriege ich auch nicht. Damals schon bei der Comedy als Sammelmusik benutzt. Das klappt gut. Ich war sogar auf einem Live-Konzert von Klaus Wunderlich. Also er konnte wirklich gut Orgel spielen, das muss man ihm schon lassen. Das wäre alles nicht passiert, wären statt der Beatles und Co. einfach Silver Apples erfolgreicher gewesen. Das hätte nicht funktionieren können. Wenn die Drogenpolitik in manchen Ländern nicht so beschissen gewesen wäre, hätte das garantiert besser funktioniert. Welche Drogen nehmen denn die? Also die Kastelroter Spatzen. Ich wollte eigentlich das würde ich auch gerne. Die nehmen Bier. Die nehmen einfach nur Bier. Die nehmen Ethanolalkohol. Oh, zopf, das ist die Höhenluft wahrscheinlich. Aber wie heißen sie dann nochmal? Die Monkeys? Nee, viel schlimmer. Amigos? Gleiche Richtung, aber andere Herzbuben? Gruppe. Nee. Flippers? Flippers. Die Flippers. Ich hatte mal einen Typen zu Hause gehabt, der hat bei mir im Studio nackt auf dem Bett gesessen und hat gesungen, aber dich gibt's nur einmal für mich. Können wir bitte jetzt einfach wieder Musik abspielen? Das ist der Punkt, wo ich bitte nicht weiter möchte in dieser Unterhaltung. Ich kann eure ganzen Geschichten alle toppen. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Ich spiele den nächsten Song. Okay, das reicht jetzt. Okay, bitte spiel irgendwas ab. Es kommt. Das ist so kurz.
Polymetriken, Polymeter, das hat hier bestimmt Anwendung gefunden, ne? Kraftwerk Janisch und vielleicht von Dirk Matten? Jetzt kann ich endlich die mal... Antwort die Antwort heißt, glaube ich, nein. Jetzt kann ich endlich mal diesen Spruch bringen. Was möchte uns der Künstler damit sagen? Das hat so ein bisschen was von Kraftwerk, ne? Hier Bäumbumschack und... Ja. Genau. Das hat auf jeden Fall das Potenzial, sich ins Gehirn einzubrennen. Ja, habe ich auch echt gemerkt. Also das ist, es war einer derjenigen, die hängen geblieben sind und nicht, weil sie jetzt irgendwie sonderlich musikalisch rausgestochen hätten, sondern einfach, weil sie ja, also so eine gewisse Penetranz in der Machart. Und also das ist kein bisschen auch, monoton. Das kann ja auch Mittel zum Zweck sein, ne? Also gibt ja auch durchaus Musik und Klangkunst, die genau darauf abzielt. Ja, genau. Ja. Das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Also man merkt ja schon, Veränderungen, es sind ja Variationen in der Rhythmusstruktur. Ja, das sagte ich ja. Also das Polymetrike, Quatsch, die Polymeter, die hier, oder Polymetriken, polyrhythmisch. Ich weiß nicht. Ich kann es immer nicht erklären, was der Unterschied ist. Polyrhythmik ist, wenn du zwei Rhythmen aneinander vorbeilaufen lässt. Polymetrik ist, wenn unterschiedliche Instrumente unterschiedliche Taktarten spielen. Dann wäre das hier eine Polymetrik. Aber beides hat nicht stattgefunden. Hat's nicht? Nein, das ist doch, aber so. Es kommt doch immer wieder. Weil wenn es polyrhythmisch wäre, dann würdest du, sagen wir mal, Chuck, sagen wir mal, immer auf schneller laufen lassen oder sowas, würde oder und das Bumm, weiß ich nicht, langsamer relativ dazu, oder also der Loop ist schneller zu Ende, das ist nicht der Fall. Das ist nicht, ist jetzt nicht gut oder schlecht, aber das ist so. Nee, der verändert ja die Struktur, den Aufbau der Rhythmen. Und das ist das Interessante. Genau. Er verändert leicht, ja, Samples. Welche Samples verwendet werden. Das ist also das. Das ist eher so, aber das so ist ein nicht Sample-Cycling und sowas, genau. Ja, genau. Also, wenn wäre es ja so, dass er zum Beispiel irgendwie einen, keine Ahnung, 5-Step und dann halt einen 8-Step Loop. Hey, stopp, ich wollte auch noch was sagen. Also bei dem Track, ich muss ja wie gesagt sagen, mir ist er monoton hinher, das ist nicht das Punkt, aber ich habe mich sehr gefreut, weil das hat er auch geschrieben, Neusicke hat den einen erreicht und der hat das auf irgendeiner, hat Samples in ein generatives Programm, das er selbst geschrieben hat, geworfen. So Proof of Concept, also es war eine völlige Bastelei. Laut ihm, aber das ist das ist eine ganz andere Art Musik zu machen als gewisse andere hier im Forum. Und ich fand es echt schön, ihn hier dabei zu haben, zumal der Track ist irgendwie, ich habe nicht den Eindruck, dass der qualitativ nach unten oder oben raus fällt. Also ja, es ist auf jeden Fall mega kreativ, wie eigentlich alle Beiträge hier bisher. Ja. Ich denke mal, die nächsten Beiträge werden wahrscheinlich auch sehr kreativ sein. Also ich bin echt sprachlos. Ja, das ist, kann man schon sagen. Also ich find's geil, was die Leute da so rausgehauen haben. Wirklich, wirklich geil. Das Witzige an der Sache ist, du bist sprachlos, was man mit deiner Sprache gemacht hat. Ja, genau. Und ich rede mit mir selbst. Nächster Track. Thank you.
meine Herren. Ich bin sprachlos. Rund? Das warst du doch eben schon. Das ist der Rhythmus, wo man mit muss. Man hat jetzt natürlich nicht alles, was elektronisch und rhythmisch ist, ist gleich Techno. Aber immerhin mal jemand, der scheinbar komplett aus diesen Sprachsamples einfach nur rhythmische Sachen gemacht hat. Also auch interessant. Wie findet der illustre Kreis das? Ist das am Thema vorbei oder ist das, also ich finde es ja cool. Nein, aber ist geil. Ich finde es cool. Ich finde es, also eine der, es ist immer schwierig, weil die haben alle neun so ein bisschen was anderes gemacht von der Herangehensweise her. Aber ich finde es, also ganz persönlich muss ich sagen, mich persönlich, ich glaube, jetzt wo ich es nochmal gehört habe, ich war damals halt mit dem Fahrrad viel unterwegs und habe die Sachen unterwegs gehört. Und ich glaube, dieser Track funktioniert nicht, wenn du bei 28 Grad über Null um 2 Uhr nachts auf einer Rheinbrücke stehst. Das geht einfach nicht. Aber ich glaube, Club, Stroboskoplicht und nichts anderes, vielleicht noch gut was eingeworfen, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich habe nie was eingeworfen. Aber was hat denn hier eine genau? Brötchen. Ich glaube halt, ich glaube halt wirklich, dass das im richtigen Setting, dass das Ding unfassbar böllert. Also das ist wirklich, das ist ein so hypnotischer Groove, das zieht wirklich, das hat einen Zug, weißt du? So, jetzt will ich mal eine Anekdote erzählen, ja? Ja, bitte. Als ich vor vielen, vielen Jahren mit meinen Bandkollegen zusammen einen Live-Auftritt hatte in der Hörbar in Hamburg, da waren wir sozusagen das Nachprogramm. Andere sind Vorprogramm, wir sind Nachprogramm gewesen. Also wir waren als Zweite dran. Und der Künstler, der dort aufgetreten war, der kam mit seinem Laptop, kam aus Rumänien, hat Ableton Live aufgemacht. Wir haben Soundcheck mit ihm zusammen gemacht und er meinte dann, wir sollten noch mal ein bisschen lauter machen. Und das, was er dort abgefeuert hat, dann als er da gespielt hat, das klang ungefähr genauso, nur noch ein bisschen schärfer, also schriller, sagen wir mal so. Und das war aber so laut, dass du es halt nicht aushalten konntest. Ne? Also die Zuschauer sind auch alle reihenweise rausgegangen bei ihm. Aber er fand es total geil und hat total abgerockt. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber das hier fand ich jetzt viel deutlich gefälliger. Und wie Tobi schon sagt, ich glaube, im Club mit einer ordentlichen Kick drunter könnte das ordentlich böllern. Mhm. Definitiv. Mhm. Ja. Was ich daran mag, das ist, dass derjenige quasi so ein bisschen durch die Samples durchgefahren ist. Also wenn du so bei der Granularsynthese so ein bisschen durch die Sample fährst und dann halt nicht immer den gleichen Steller, sondern so. Ja. Und dabei entsteht diese interessante Veränderung über die 7 Minuten des Tracks. Also ich finde es grandios. Ja, da passiert relativ wenig im Vergleich zu jetzt anderen Tracks, wie beispielsweise dem von Centurio. Aber das ist auch, weißt du, das ist auch nicht der Sinn des Tracks. Der zieht dich so rein und wenn dann ein bisschen was passiert, dann dient es dem Fortschreitenden. Das ja, also, genau. Das setzt weniger auf Überraschung als vielmehr auf Feeling. Und das gefällt mir bei dem total. Und es macht neugieriger, wo die Fahrt hingeht. Stimmt. Also wie entwickelt sich der Ton jetzt in den nächsten Zeitraum? Also am Anfang dachte ich so, ja okay, ja Schranz irgendwie sowas so. Aber nee, es entwickelt sich und da passiert ganz viel. ASMR Schranz, aber ja. In geil. Genau. Weiß man, von wem der Track stammt? Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Moment kurz. Der Tobi weiß das doch, warum fragt er? Ja, ich hab's gleich. Ich glaub, er darf ich muss es ja nicht gucken. Sagen, er muss ja jetzt gucken, ob er sagen darf. Ja, hier, Post 73, Kummerbub hat den gemacht. Er schreibt ausschließlich Samples aus dem Podcast, gewisse Ausschnitte vorgeschnitten, aber nur sehr grob. Dann mit Job Factory aus Reaktor und Sugarbyte E-Choice arrangiert und verändert, Samples wieder neu geschnitten im Sampler und auf dem Octatrack, nochmal gechoppt mit ein paar zusätzlichen Programmen oben, wieder in Ableton, wieder Octatrack, viele Effekte, Resonatoren von Reaktor drauf und ja, er kritisiert sich da selbst ein bisschen, weil er sich gegen Ende ein bisschen verloren hätte. Dafür ist der Song jetzt nicht 12 Minuten lang. Er meinte am Ende, er hätte vielleicht die Bassdrum oder die Snare von extern nehmen sollen. Das wäre ja auch erlaubt gewesen. Ich
glaube, dann hättest du es nochmal auf eine andere Art geböllert, aber ich finde es eigentlich gerade schön, dass es Sample-Only ebenfalls diesen Zug hat. Es muss ja nicht alles mit einer 909-Kick durchknallen und dann quasi halt jedes Mal noch den Herzschrittmacher triggern. Also ich mag es eigentlich, dass es den Schub eigentlich mit einer gewissen bisschen dumpf bleibt oder also nicht komplett in die Trebles knallt, aber das es schiebt ja trotzdem recht gut, finde ich. Also man könnte auf alle Fälle, wenn man sich nochmal ein bisschen hinsetzt, die Grundbasis von dem Song ist ja eigentlich oder von dem Track ziemlich cool. Mhm. Mit ein bisschen hier und da, auch mit den Sprachsamples zum Beispiel. Also ich hätte es tatsächlich auch interessant gefunden, um ein bisschen Textur reinzubringen, so schnipselweise Ticken längere Samples zu haben, wo man eben zum Beispiel den Sprachsamples auch so kleine Flächen oder sowas macht oder halt, wie gesagt, auch mal die Sprachsamples tickenweise, nicht ständig und so weiter, sondern nur so ja, akzentweise. Das Stretching, so, Stretching fehlt mir hier echt Ticken, komplett. Ein Ticken interessanter gemacht. Ansonsten, cool. Ja, also wie gesagt, im Club-Kontext hätte die Bassdrum ein bisschen mehr knallen müssen. Dann glaube ich, würdest du da richtig abdancen drauf. Aber um das so als Hörgenuss-Ding, ist das so, wie es gemacht wurde, genial. Also das zieht dich mit und das macht dich halt neugierig darauf, wie sich das entwickelt. Super. Wobei hier, das war der zweite Track, ich habe hier mal aufgeklappt, was der dazu geschrieben hatte. Der hatte zum Beispiel, warum ist der Bass so mickrig? Damit meint er mich, mick-mäßig. Und dann hat er geschrieben, dass das Wort Modulator genommen hat. Also, was ich damit sagen will, ist nicht mich zu betonen, sondern dass die da gesucht haben, das möglichst aus dem Material, was da war, rauszuholen. Und das finde ich durchaus edel, das zu versuchen, ohne eben was Fettes zu haben. Ja, ohne externes. Ich glaube, das war halt das, ne, das war ja der Sinn der ganzen Sache und daraus was zu holen, das finde ich dann eben auch die wirkliche Challenge sozusagen. Das finde ich, sollte man auch anerkennen. Ja, das ist bei eigentlich allen, aber hier eben auch mit diesem kleinen Teppich, der da sozusagen immer wieder sich so ein bisschen neu webt und eben nicht gleich ist, aber eben ja so rüberweht in den nächsten Status. Rüberwebt von mir aus. Das erinnert mich so ein bisschen an den ersten Post. Ich glaube, ich habe den auch intern gepostet. Der erste Post im Battletreat war, das sind lauter Störgeräusche. Soll das so? Das war sogar noch krasser gewesen. Der hat sich doch richtig beschwert darüber, dass er doch nichts Vernünftiges hat, sondern nur Störgeräusche. Der hat einfach nicht verstanden. Wir machen ja auch nur Störgeräusche. Das ist schon in Ordnung. Könnt ihr das nochmal ganz kurz wiederholen? Störgeräusche. Nee, wer hat sich wo beschwert? Das habe ich nicht ganz gehört. Irgendjemand hat sich irgendwo beschwert, dass es nur Störgeräusche sind im Sample und dass wir doch bitte die Samples sauber abliefern sollen, ohne Störgeräusche. Ja, nee, das war am Anfang. Das war einer der ersten Postings, also der ersten zwei, drei. Wir wollen niemanden an den Pranger stellen. Aber eine kleine Anekdote, ist ein bisschen lustig. Und derjenige hat seinen Post selber gelöscht, das muss man noch dazu sagen, nachdem man ihm dann halt erklärt hat, um was es geht. Das war so geil. Ich hab nichts erklärt, ich habe einfach den Eingangspost nochmal zitiert. Read the fucking manual. Ja, einfach kommentarlos Full Quote. Das ist gut. Gut. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr. Ja. Wir haben noch zwei Tracks. Zwei haben wir noch. Zwei Stück haben wir noch. Aber die sind relativ. Drei lasse. Track. Ich mache jetzt acht. Acht kommt. Das ist jetzt acht. Erst kommt. Acht. 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 Also für alle nochmal acht. Kannst du das bitte nochmal schreiben? Acht. Eins, zwei, drei, 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 drei.
Ach. Dabei sein. Ah. Was? Was? Wir kämpfen hier. Ich bin auch da. 1, 2, 3. Besser? Ja, cool. Ja. Dabei sein. Du, ich rede mit mir selbst. Rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst. Ich auch. Rede mit mir selbst. Ey, Leute. Leute. Ja? Ich versteh's. Versteh's. Ich rede mit mir selbst. Rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst. Ich auch. Rede mit mir selbst. Sowas. Ich versteh's. Versteh's. Ich versteh's. Versteh's. Großartige Content. Aber nicht bei jedem. Das ist dann aber nicht von mir. Ich rede mit mir selbst. Rede mit mir selbst. Ich rede mit mir selbst. Rede mit mir selbst. Yo. Kurz und knapp und funky. Ja, mal wieder Musik. Genau, schön. Und dann soll ich... Ich soll die Mutter von Gagne grüßen, das ist der dieses Stück gemacht hat. Ich soll die Mutter von Gagne grüßen. Das steht halt wirklich so im Thread. Also ganz herzliche Grüße, Gagne, deine Mutter zieht Katapulte nach Gondor. Ich frage mich nur, wie viele Blüten dabei konsumiert wurden. So. Was habt ihr denn die ganze Zeit nur mit den Drogen? Das verstehe ich nicht. Sagt der gerade sich das dritte Bier aufgemacht hat. Das stimmt nicht. Ich hocke immer noch ganz traurig an meinem ersten. Also es stimmt hier überhaupt so gar nicht. Alkohol ist doch gar keine richtige Droge. Also sagt der Bayer. Stimmt ja, wir haben das Oktoberfest. Und wer nicht in einer Woche einen Kasten leer kriegt, ja, der ist sowieso kein richtiger Bayer. Was, eine Woche? Ausschaffen. Ozan ist es ja. Ist der Ruf erstmal ruiniert? Ist schon wieder so weit? Ne? Ja, es ist soweit. Also rein nach dem Video, was ich da gesehen habe, wenn es das ist, was, also wenn es der tatsächliche Anstich ist, dass er eher fast kaputt ist. So wie er da reingedroschen hat, bis es geflossen ist. Anyway, nee, also Gandhi, der hat übrigens, das kann man an der Stelle sagen. Was hat die Marilyn versucht, ein Fass Bier anzustechen? Übrigens, kleiner Fun Fact. Es gibt umsonst Wasserspender jetzt auf dem Oktoberfest. Wasser. Ja, billiger als 14 Euro für einen Mars. 15! Ich möchte dazu sagen, dass wir, glaube ich, nur damit wirklich auch nur glücklich machen würden. Wer stellt den Wasserspender auf den, also jetzt lasse ich hier mal voll den Konservativen raus, so eine weichgespülte Scheiße. Was soll denn das? Reicht ja nicht, dass man hier irgendwie schon... Ja, du willst auch irgendwann zwischendurch mal Hände waschen, oder? Oder Füße, je nachdem, wo die gewesen sind. Weiß man ja nicht. Aber ernsthaft, wann spielt Mick denn auf dem... Und Dean, wann spielt ihr beide denn auf dem Oktoberfest? Wir spielen nicht. Wir machen demnächst auf einfach... Auf dem Maschinenfest habe ich schon gespielt. Wenn ihr... dem folgen möchtet, geht mal auf unseren Newsletter. Da kriegt ihr dann exklusive News, wann und wo das Ganze stattfindet. Und ich finde es so schön, wie wir eigentlich bei jedem Track konsequent nach 3 Minuten abschweifen. Es ist ein wunderschöner Talk, aber ich würde gerne noch einen. So muss das sein, du. Ja, so muss Podcast, ja klar. Richtig. Genau, dann sagst du einfach, nee, es ist voll. Wie ist denn das mit diesen roten Gummibärchen, die immer im Hotel bereitstehen müssen? Das ist doch auch eigentlich der klassische Test, ob das, ob man so, guck mal, ob man auf die Falle eingeht. Hat er den Rider gelesen? Und wenn ja, wie unverschämt darf der sein? Und dann sagst du hinterher so, die Gummibärchen sind gar nicht frisch. Es waren halt, ja, vor allen Dingen mag ich gar keine roten. Es waren M&M's, aber ohne die braunen. Und wenn da ein braunes M&M drin war, muss man davon ausgehen, dass einem das Rig auf den Kopf krachte vom Konzert. Deswegen
Tschüss Veranstalter. Ich finde es eigentlich eine gute Methode. Es ist halt schade, dass sie geleakt wurde, weil jetzt kannst du halt irgendwie welchen Detailkram erfüllen und trotzdem einfach irgendeine Scheiße ins Dach hängen, die dir dann technisch die halbe Bühne zerlegt oder auf den Kopf fallen lässt. Ja, stell mir irgendwas auf die Bühne als Pult, aber auf keinen Fall was von dieser Firma. Ja. Sowas. Oder nur. So, wir waren bei diesem wunderschönen gitarrenlastigen Track, der sehr melodiös daherkam und ein Ohrschmeichler ist. Und dieser Gesang kann man das ja nicht nennen, aber dieses, ich sag mal, vertonte Gedicht, ne, ich rede mit mir selbst, ist herrlich. Herrlich, kreativ, super. Ich möchte anmerken, dass er hier geschrieben hat, ursprünglich sollte der Track etwas mehr Mühe hättest du dir geben können. Heißen, dann sind etwa noch etwa 10 oder 12 Versionen gefolgt. Da war er nicht der Einzige. Also es gab Leute, die haben wirklich bis zur letzten Abgabeminute noch neue Versionen eingereicht. Die haben gesagt, das, was um 12 Uhr nachts da ist, das geht hoch und alles andere nicht. Dann hat er es umbenannt in Ich wusste gar nicht, dass du die Leute so terrorisiert und rum, also so ein kleiner Diktator. Wie das hier im Slack offstage rumgeht, oder der treibt hier alle an, oder das ist Slack catching. Tobi niest nur einmal und schon wird hier Stefan Schmidt eingeladen von Nonlinear Labs und so. Also Tobi ist hier schon der König. Kannst du mal sehen, Mick, was der Mugulator für ein wunderschönes Leben mit mir hat. Ich finde aber schön. Wie gesagt, ich bin überrascht, dass dieser Track den zweiten Platz gemacht hat, weil ich finde ihn, ich meine, er ist natürlich super gefährlich. Er macht eigentlich alles, was die anderen auch machen, halt also so ein bisschen aufeinander. Ich finde es nicht so konsequent bei gewissen Sachen, aber nee, das ist schon, also wie gesagt, ich hätte das andere gefeatured, aber... Naja, aber diese Tracks 4 und jetzt 8 sind sozusagen die... Und zum nächsten kann ich noch nicht sagen, weil ich den ja offiziell noch nicht gehört habe, aber zu dem gehört das eigentlich auch. Die sind sozusagen konventioneller. Und das, ja, es ist Popmusik. Ne, das geht irgendwie mehr rein, während es eben, wenn man einen Monotron oder sowas verwendet... dann klingt das eben anders. Aber das registrieren wir, und vor allen Dingen, ich finde das schon gut, dass sich aus so einem beschissenen Material dann doch noch irgendwas machen lässt. Das finde ich dann auf jeden Fall schon mal gut. Ich finde es aber wieder bezeichnend für dieses Forum, dass regelmäßig den ganzen Mainstream basht und dann hier in solchen Abstimmungen einfach die Popmusik nach vorne votet. Das ist schon irgendwie schön. Aber ja, natürlich, stimmt. Also das ist jetzt, das ist ein klarer Verfechter der musikalischen Ausrichtung, jetzt weniger Noise-Chopping, sondern wirklich mal Musik machen und dann mit den Samples drumherum arbeiten, finde ich sehr schön gemacht. Und doch, durchaus. Zu Recht so weit vorne. Das haben auch andere, glaube ich, recht gut gemacht. Also, wenn ich es richtig sehe, Track 7 war weit vorne, Track 1 war weit vorne und Track 4 war auch weit vorne. Die haben zusammen den dritten Platz gemacht. Also, Kummerbub, Centurio und... Genau genommen gibt es einen mit 8 Stimmen und jetzt der kommt, der ist mit 18 Stimmen und ne, das, so ja. ist es. Und die anderen sind ein bisschen weniger. Ja, so ist es. Auf der Startnummer 5 mit, nein, 9, Startnummer 9. Da müsste jetzt irgendwie Rainer das Band abfahren. Da können wir gucken, Rainer, Track 9 das Band sich ab. Anhört. Soll ich das Band anfahren? Gerne. Ja, aber nur, wenn du Volker genannt wirst. Oder Jochen. Wie war das? Also Jochen, fahr das Band ab. Ich bin der Jockel. Ich weiß nicht mehr genau, wie der... Ich bin der Jockel und ich mache jetzt DJ. Action, 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 Action. Echo, 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 Echo,
Hört ihr mich jetzt besser? Ich verstehe es nicht. Zweite Track mit Ehevollzugsgeräuschen irgendwie. Ehevollzugsgeräusche. Also bei Fronte Fortuna ist es ganz gut, wenn Buddy to Buddy und so, wenn man da sowas macht. Aber unsere Geräusche. Das ist halt Salsa von Off. Kannst du mal die Trompeten dazu schalten, bitte? Genau. Starte doch mal die Hi-Hat. Großartig. Ich habe die damals geliebt. Ich auch. Wir alle. Ich finde es ich find's echt gut, wie das reingechoppt hat. Da habe ich explizitere Samples weniger hart als solche ausgewiesen. Auf jeden Fall, das Delay würde mich interessieren. Delay. Ja, aber da hat er bestimmt viel am Rechner gesessen, um das so zu hinzubekommen. Ja, wie gesagt, also das war, also ganz ehrlich, als ich die Sachen. Ja, Sascha, du zuerst. Also. Das ist ja auch so eine Nummer, die halt mit Melodie belastet ist und so schicki-bicki, klicki-bunti-bunti ringsherum. Also nicht negativ gemeint, sondern das ist so richtig so ein komplettes Arrangement, was halt ohrengefällig ist. Verdienterweise so viele Votes bekommen. Was dabei interessant ist, ist diese ganze Sample-Arbeit, die da gemacht wurde. Das ist halt in so diesen Raster so schön reingepasst war und dass man damit diese Rhythmik halt hinbekommen hat. Finde ich gut. Also ein verdienter erster Platz. Ja, definitiv. Also ganz ehrlich, als ich den Track irgendwie, der war last minute noch reingeschneit, irgendwie so 20 Minuten vor Abgabe oder so. Und als ich dann zum ersten Mal die Track randomized habe und das wird das letzte war, habe ich gewusst, es gewinnt. Weil das ist so der Eurovision-Effekt, weil du hast so eine Playlist und das kommt als allerletztes. Das hat quasi den Bonus des zuletzt gehört und dann geht's dermaßen ab. Es hat diesen Kraftwerk-Aspekt von dieser Track Numbers. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das ist einfach, ja, das ist eigentlich ein formvollendeter Popsong, also Elektro-Popsong. Ein bisschen, also es hat melodische Elemente, es ist jetzt, aber es ist halt überraschend, es bleibt spannend, es geht nach vorne. Das war irgendwie klar, dass der das macht, dass der das so deutlich macht. Ja gut, passiert. Von wem ist der Track?
Der ist hier von, ich kann das nicht aussprechen, das ist Französisch. Hat noch jemand das denn vorn? Post offen, sonst verlinke ich den kurz. Französischer Name? Französischer Name? Irgendwas mit Froschenkeln? Es war so klar, dass das kommt. Also. Ja, aber ich meine, was ist denn da Französisch? Erzähl mal. Froschenkel darf man übrigens in Frankreich gar nicht servieren. Das ist ein absolut rassistischer Kackscheiß. Das dann also erzähl das mal meinen Chinesen. Was zum. Das verstehe ich jetzt nicht, Sascha. Was ist mit deinen Chinesen? Also das chinesische Restaurant, wo ich immer gerne hingehe, so ein Fresstempel. Und die haben tatsächlich Froschenkel. Also ich habe noch nie etwas gesehen. Die Fragen, dass das dort nicht verboten ist. Essen da mitbringst. Ist das nicht sowas wie falscher Hase? Und in Wirklichkeit ist es einfach nur Hackfleisch? Nein, das sind Froschenkel, glaubst du mir. Das war ja auch ursprünglich mal ein richtiger Hase. Wo steht das denn jetzt hier? Das steht hier überhaupt nicht. Das ist das Problem. Aber es gibt keinen Französisch. Ach, Electric Guillaume wahrscheinlich dann. Ja. Kann das dann sein? War ja, der das? Ja, das war der. Weil das ist das Einzige, was ich an französisch-ähnlichen Begriffen hier sehe. Also Electric Guillaume, herzlichen Glückwunsch. Wohlverdienter erster Platz. Ja. Von uns allen. Fetter Bass ist natürlich gut, aber es ist so befremdlich, seine eigene Stimme permanent ja. zu hören irgendwie. Ja, ich meine, ich kriege ja schon beim Editing und so weiter immer das Kotzen, aber in dem Kontext, ne, und dann immer dieses Monotone sich ständig wiederholen, ne? Ach was, ihr seid einfach nicht narzisstisch genug, ach, sonst würdet ihr von eurer eigenen Stimme nie genug kriegen. Also, ich höre mir gerne sich dazu, also gar ich bin nicht Narzisst, mit, ich stehe dazu. Aber das war so, es ist auch cool, weil wir uns ja faktisch gegenseitig bekämpfen. Ich rede mit mir selbst, nein. Geschlecht, nein. Interessen, nein. Sehr gut. Also ich finde der Humor in den einigen Tracks da ist schon großartig. Sehr schön. Ja. Das ist tatsächlich, also nicht. Das ist auch so eine Ebene, die, da hätte ich auch gerne noch ein bisschen was gemacht. Ich habe rumgespielt mit, also ich hier, ich habe ja den Ich rede mit mir selbst, habe ich ja auch komplett zweckentfremdet in meinen Demo-Schnipseln. Ich habe noch ein bisschen weitergespielt, habe dann festgestellt, ja, ich habe die im Sample Pack war kein Mach drin, sondern hätte ich auch noch Ich mach mir selbst reingekeyt. Ich finde es schön, dass das hier so ein bisschen zum Tragen kommt, dieser Sprachfetzen-Humor, wo einfach quasi nichts mehr so bleibt, wie es gewesen ist. Aber es halt trotzdem noch so ein bisschen Dialog drin rausstrahlt. Und es hat halt, und das Schöne ist halt, es float alles so direkt. Also bei anderen musst du halt, also jetzt gerade zum Beispiel der Erste, der halt sehr auf diesem Spacey lebt, da musst du ja hinhören, um da so ein bisschen der Konversation zu folgen. Das hier, das ist so dermaßen gut gemastert oder einfach gemixt worden, das ist halt alles klar, du hörst es direkt raus. Es funktioniert, also die Sachen funktionieren beim ersten Mal, wo du sie hörst. Und das sind ja so teilweise so halbe Sekunden-Bits. Also das ist schon echt gut gemacht. Und dafür, dass er das auch offenbar nur vom Sonntag auf Montag dank Fristverlängerung machen konnte, Respekt. Dean, du wolltest vorhin was sagen? Ich überlege gerade selber, Moment. Ich glaube, also erstens bin ich natürlich total froh, dass ich fast gar nicht mich rausgehört habe irgendwie. Bis auf so das ein oder andere Dito. Und aber es ist halt so wunderschön zu sehen, wirklich, wie die Leute da genau diese passenden Samples dann auch jeder für sich so irgendwie wieder prägnant rausgearbeitet hat. Also es ist ja schon wirklich aufgefallen, welche Samples wirklich gut ankamen, ne? Mhm. Und die dann auch wirklich viel Verwendung bekommen haben. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe die Tracks durchnummeriert, weil einfach will ich jeder zweite Abgabentitel war, ich rede mit mir selbst. Ich danke jetzt, also das muss ich jetzt mal auch mal machen. Ich danke hier mit Nina. Ich meine nicht den Synthesizer, den finde ich auch toll. Davon gibt's ja Samples von mir. Aber ich meine jetzt mal die Nina Hagen, weil die hat das eigentlich ja erfunden.
Und das habe ich übrigens auch am Anfang, da war lief die Sendung noch gar nicht. Das ist ja ein Test, diese ganzen bekloppten Sachen, die kommen ja alle aus dem Intro, wo wir noch ausprobieren. Das ist auch cool und genau das habe ich fast auch gehofft, dass die Leute so viel Humor haben, wie sie jetzt doch haben und uns gnadenlos, also selber durch den Kakao ziehen. Das finde ich ja total schön. Ich liebe das. Ich finde es wunderschön, was du gerade gesagt hast. Was man noch erwähnen sollte, das haben wir hier noch gar nicht gemacht, ist, dass der Tobi zur Folge 50 extra auch aus diesen ganzen missratenen Sprachsamples auch einen kompletten Track gebaut hat, den wir dann am Anfang von Folge 50 gesetzt hatten. Schade, dass wir den nicht mitvoten konnten. Garantiert, glaube ich, auch viele Stimmen bekommen. Möglich, aber das war ja wirklich eher einfach den Intro-Track remixen, ein Instrumental schreiben, so ein bisschen die Samples dazwischen setzen. War aber ein wunderschöner Track, wirklich. Ja, danke. Ich gebe das weiter an Sascha, der hat nämlich die Melodie gebaut. Das habe ich irgendwann mal festgestellt. Das war eine Gemeinschaftsarbeit. Okay. Nein, Sascha hatte das ursprüngliche Intro ja irgendwann mal zusammengebastelt. Und dann kam Tobi auf mich zu und sagte, lass uns da mal was machen und so. Und dann habe ich ihn halt gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau gemacht habe, aber das ging in der Richtung. Und dann hat er darauf aufgebaut. Ich hab einfach gesagt, Sascha, schick mir mal die Spuren rüber, ich will das remixen. Und er so, ich hab das nichts mehr. Und ich so, okay, ich höre es einfach raus. Das bin auch so ein bisschen ich. Also so eine Melodie kreativ entwerfen ist irgendwie nicht so meins, kommt vor, aber ist irgendwie nicht so meins. Aber eine bestehende Idee will ich einfach durch alle Fleischwölfe, die gehen, count me in. Also das hat da schon Bock gemacht, das hätte auch hier wieder Bock gemacht. Also das hat man vielleicht auch nicht rausgehört, aber das Klaviermotiv ist auch aus einem anderen Song, was ich da anspiele, wenn auch natürlich stark verfremdet, aber... Nee, ich hätte echt gerne bei dem Battle mitgemacht. Ich habe ja, glaube ich, auch bei irgendeiner Aufnahme gesagt, ich glaube, meine Takes gewinnen. Und damals waren es halt einfach wirklich nur so eine Handvoll Schnipsel. Das Problem ist dann einfach, mir ist dann irgendwie eine Songwriting-Idee dazwischen gekommen. Dann habe ich halt diesen Sample-Kram einfach in irgendein Edit eines anderen Stücks gesteckt. Und viel ist dann fürs Battle nicht mehr übrig geblieben. Aber ich finde es auch schön. Es war vielleicht so ein bisschen außer Konkurrenz gelaufen. Dennoch, ja. Nee, also danke nochmal für die Blumen vom Track 50. Den hört ihr in den ersten 6 Minuten in der Jubiläumsausgabe. So ein kleiner Intro-Remix, wo man auch hört, wie unglaublich schlecht die Orchestral Libraries von Native Instruments sind. Aber ja. Man muss ja aber auch sagen, du hast ja auch jetzt das jetzige Intro gebastelt. Und wenn man sich das halt in so ein Stereofeld-Messgerät anschaut, gibt das stellenweise richtig geile geometrische Muster. Weil ich hatte mir das Intro, habe ich mir angehört, ne? Und wenn man es rückwärts abspielt, ist es eine Botschaft von Satan. Heil die Satanas. Nein, wenn man es vorwärts abspielt, installiert es Windows. Ich komme später. Wenn man es vorwärts installiert, ist Windows. Okay. Hat nicht der gute, wie heißt er denn noch, Dingsbums Elektronikmusiker, Ambient Erfinder. Brian Eno? Ja, genau, Brian Eno. Der hat auch den Windows Startsound designt, oder? Welchen? Entworfen? Da gibt's einen Haufen. Naja, den von Windows 98, glaube ich. Nee, oder von Windows XP? Ich glaube, von Windows XP. Ich glaube, das war XP, ja. Also XP hat sich jemand Mühe gegeben, ein Klavier gespielt. Ich bin ja froh, dass mein Mac keine Geräusche macht beim Starten. Das wäre ja furchtbar. Doch, echt? Der macht Geräusche beim Starten. Machst du das? Diesen Akkord. Wenn du den drückst, dann macht er diesen Akkord. Voll und schön und manchmal eher ein bisschen cheap, je nachdem, welcher Mac das ist. Glaube ich. Aber vielleicht, und welche Drogen der nimmt natürlich auch. Womit wir wieder bei den Pflanzen sind. Oh, Leute. Wenn du erkennen könntest, welcher Mac das ist am Startgeräusch. Das ist wirklich sehr gut. Also ich glaube, der das ist Hingabe. Den G4 Tower, den Plastik Tower, den könnte ich noch erkennen, weil den habe ich halt in der Kindheit wirklich
regelmäßig gehört. Das wäre was hier für Wetten, das? Gibt's doch gar nicht. Gibt's mehr. Das noch? Nee, es ist doch die Moderatoren noch. Die Moderatoren leben noch, aber. Oder ist Frank Elstner noch kommen, ist doch schon tot, oder? Ist Frank Elstner älter als Dubstep oder? Ist Frank Elstner älter als Roger Whittaker? Er ist toter als Dubstep, das ist das Problem. Also, ja, okay, ich glaube, das lassen wir so. Nee, der lebt doch noch, also mal Spaß beiseite. Er lebt er lebt noch. Aber Dubstep ja auch. Schalk, die Randfichten. Und ich habe immer gedacht, der wird mit SN geschrieben, der wird aber mit STN geschrieben. Elstner. Ja, 1942 also nicht, und er lebt noch. Nicht so wie dieses gierige Steuerprogramm. Also ich möchte übrigens nochmal ein diese Geräusche, die ihr macht, die sind für den nächsten Contest. Das ist völlig abgefahren. Also es gibt nur November, gibt es noch eine Ausgabe Wetten, dass, wenn ihr bis dahin alle Starttöne von den Max seit 1985 kennen, also auswendig lernt, dann könnt ihr euch 84. Ich werde nur bei Joachim Fuchsberger auftreten. Der ist tot. Ja, leider. Oder? Oder? Der hat allerdings mal einen Gast, der ein bisschen so ist wie wir. Da war die Beatrix Richter und die hat so lange geredet, dass er dann rausgegangen ist. So nach dem Motto, warten wir mal, bis sie fertig ist. Ist auch schön. Gibt's auch bei YouTube, könnt ihr ja angucken. Das war damals sehr komisch. Also wir alten Leute, wir lachen über sowas. Ah, so ich kenne nur das. Ich kenne nur das einzige Gedicht, was Loriot mal verfasst hat, ein Weihnachtsgedicht. Und Krawel, ja. Krawel. Nee, das nicht. Das ging noch ein bisschen anders. Da geht's Zicke, zacke, Hühnerkacke, so die Richtung. Nee, ich glaube, aus Copyright-Gründen dürfte ich jetzt dieses Gedicht nicht vortragen, aber. Musenginst. Nein, es ist ein Weihnachtsgedicht von Loriot. Bitte einmal die Lieblingssuchmaschine anschmeißen und schauen. Es ist ein sehr, sehr böses Gedicht, weswegen sein Gedichtband dann auch kein Erfolg geworden ist und er das Schreiben von Gedichten gelassen hat. Das ist auch der bläste Heinzelmann, wo Mutti sonst nur das Augen kann. Gedicht. Das ist doch kein Gedicht. Das reimt sich aber. Du, ganz ehrlich, es gibt österreichische Dichter, Ernst Jandl fällt mir ein, der hat ein Gedicht gemacht, das ging. Und das soll da irgendwie, hat er dann auf den Krieg bezogen und ist damit groß geworden. Aber der Punkt ist doch manchmal einfach nur, wie bringst du die Kunst an den Mann oder an die Frau oder je nachdem, ne? Aber manchmal ist einfach die Verpackung und die Präsentation dessen, was du bringst, viel, viel mehr wert als das, was eigentlich drinsteckt. Klar. Natürlich. Also das wie ist traurig ja eigentlich. Das ist ja, absolut. Ganz vielen, das ich ja finde das auch total vielen, traurig, vielen, aber es ist tatsächlich. Das ist ja auf ganz vielen, Ebenen so. Das ist ja auch politisch. Wenn der Falsche das Richtige sagt, dann ist es falsch. So weit wollte ich jetzt gar nicht ausholen, aber. Aber ich. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis niedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Und so weiter und so fort. Sehr schön eigentlich. Und du kannst das wirklich gut vorlesen, muss ich sagen. Viel besser als alle anderen. Nein, das nicht, aber schon sehr, sehr, sehr gut. Also besser als ich. Er hat eine Lesebuchstimme, das durchaus. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Wie gesagt, bei mir ist es befremdlich. Bei dir ist es wirklich wie ein Mensch. Ich kann nur noch mal wiederholen,
schaut euch das Gedicht an und erstaunt, welche Abgründe sich bei Lorio öffnen. Der Förster stirbt dann zum Schluss. So, ja, ja. Der ich will nicht einer. Zu viel verraten, weil sonst ja, sonst Spoiler. Ganzen, jetzt wollen wir schon wissen, warum hat die da gekniet und warum ist der hinterher tot? Hat er entweder einen Herzinfarkt gekriegt? Und vor allem, oder, was hat sie mit der Leiche gemacht? Ja, das wäre noch interessant. An die Rehe verfüttert. Mit Leichen zu machen. An die Rehe kann. Verfüttert. Oh, an die Rehe verfüttert. Ja, die sind auch nur im Fernsehen lieb. Wenn du da, dich dann umdrehst, dann hacken die alle auf sich ein. Die Wahrheit ist eben doch. Das Reh, das ist ein Schwein. Genau. Ja. Kartoffelpü. Ich wollte echt gerade den machen. Tomatenpü. Ich sehe schon, wir haben hier wieder eine, ist auch wieder erhältlich. Eine Kernschmelze. Wir haben eine Kernschmelze im Podcast. Das passiert in letzter Zeit ein bisschen oft. Es ist immer, wenn ladet uns doch einfach dabei nicht mehr ein. Oder nicht. Nee, das Problem ist, es ist Content Gold. Ja. Das wissen wir nicht. Wir werden es einfach irgendwann merken, wenn ihr uns nicht mehr einladet. Du, ganz ehrlich, also ich fand es, ich finde es schön, wenn wir uns die nächsten paar Folgen wieder zu dritt unterhalten oder mit anderen Menschen, aber ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Ich finde es schön, dass wir zwei Leute hier einfach hier haben, denen wir einfach ein Mikrofon in die Hand drücken geben und dann reden die mit sich selbst. Und das Forum sampled es und es ist wunderschön. Ich und schaltet rede mit auch mir selbst. Beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Morgulator hören sagen wollt. Nicht noch bitte eine Folge mit dir. Nein, du bist nicht nein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Bis Danny Manski. Das wird Anja Tavarisch. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.